Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Diplomatie im Dialog. Heute geht es um das Fundament unserer Außenpolitik, um die Zukunft unserer Sicherheitspolitik. Angesichts des Ukraine-Krieges, der Corona-Pandemie, von Versorgungsengpässen oder Cyberbedrohungen ist die Frage nach Sicherheit für uns alle sehr präsent. Bei Fragen von Krieg und Frieden, bei Fragen von Recht und Unrecht kann kein Land, auch nicht Deutschland, neutral sein. Viel ist in den letzten Wochen über die Geschichte unseres Landes und unsere deutsche Verantwortung geschrieben worden. Ich sage es hier ganz klar, ja, aus unserer Geschichte, aus der deutschen Schuld für Krieg und Völkermord erwächst für uns, erwächst für mich in der Tat eine besondere Verantwortung. Und zwar die Verpflichtung, jenen zur Seite zu stehen, deren Leben, deren Freiheit und deren Rechte bedroht sind. Und auch national müssen wir unsere Sicherheitsstrategie umfassender denken. Selbstverständlich sind der Schutz und die Sicherheit des eigenen Landes und der eigenen Bürgerinnen und Bürger immer die oberste Aufgabe der Regierung. Doch zur Sicherheit zählt noch viel mehr. Also beispielsweise eine sichere Versorgung mit Energie und Rohstoffen, der Erhalt unserer leistungsfähigen sozialen Marktwirtschaft, eine starke Bildung und Forschung, eine vielfältige und lebendige Demokratie. Wie können wir sicher leben? Das ist der Leitsatz der nationalen Sicherheitsstrategie. Die Formulierung dieser Strategie soll die Zukunft unseres Landes planbar, gerecht und sicher halten. Und diese Aufgabe hat das Auswärtige Amt. Das seht ihr übrigens hinter mir. Für mich ist das ein partizipativer Prozess für unsere Strategie, aber auch der Kern, was Außenpolitik für mich und unser Haus hier gemeinsam bedeutet. Eben nicht nur, dass wir einen Austausch zwischen Hauptstädten, zwischen Ministern und Ministerinnen haben, sondern zwischen Menschen, weil es geht um menschliche Sicherheit. Es geht um die Freiheit jedes einzelnen Menschen bei uns und weltweit. Deshalb hat das Auswärtige Amt entschieden, einen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern zu diesem uns alle bewegenden Thema in 7 Orten in ganz Deutschland zu organisieren. Die verschiedenen Orte wurden nach Besonderheit ihrer lokalen Gegebenheiten sowie mit Blick auf ihre Grenznähe zu unseren europäischen Nachbarn ausgewählt. Und vielen Dank, dass Sie mit uns heute hier sind. Das ist ja ein Prinzip, was wir zum ersten Mal machen, nämlich 50 Personen per Zufall auszuwählen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Die Bürgerdialoge führten Außenministerin Annalena Baerbock durch das gesamte Bundesgebiet. Denn Sicherheit geht uns schließlich alle an. Also auch jede Bürgerin und jeden Bürger im Norden, Süden, Westen und Osten unserer Republik. Los ging es im sächsischen Görlitz. Für mich ist es auf jeden Fall ein Stück Integration. Also ich erwarte auch also verschiedene Meinungen auch zu hören heute Abend. Ich glaube auch, dass ich so einfach über Sicherheit noch nicht so viel weiß. Und ich glaube auch, dass so ein Bürgerdialog einfach so viel mit so Kommunikation zu tun hat. Und einfach, dass man hier mal sich mit anderen Leuten austauschen kann und einfach erfährt, was so deren Meinungen sind. Ich glaube, das ist einfach so wichtig, einfach mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Die Definition von Sicherheit ist ja eigentlich, kann man fast gleichstellen mit Frieden. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Nach der Ankündigung der Themen, also gerade zur Sicherheitslage, erwarte ich mir zum einen interessante Vorträge, die ja angekündigt sind. Und zum anderen bin ich gespannt auf die Diskussion mit den anderen Teilnehmern, die hier mit anreisen. Und freue mich eigentlich auf den Austausch. Sicherheit bedeutet für mich einfach, im vollen Gange einfach in einem demokratischen Land sicher leben zu können und eigene Meinung sagen zu können. Weit weg vom Rassismus, vor allen Dingen auch wenn man Kinder hat, ist es dann auch schon mit Blick auf Zukunft auch für mich wichtig, einfach jetzt zu verstehen und zu sehen, was auch noch andere auch so erwarten und was wir beitragen können.
Ich glaube, Sicherheit ist nicht nur physisch, sondern auch so psychisch, so Thema Cybermobbing und so, finde ich richtig krass. Da einfach auch sich im Internet, wenn man irgendwas postet oder so, nicht so blöde Kommentare zu bekommen oder irgendwie so, das finde ich, ist Sicherheit auch für mich. Wir einfach mit verschiedensten Menschen einfach ins Gespräch gekommen sind und dass es so offen war und auch diese Atmosphäre beim Gespräch eigentlich wirklich sehr positiv und sehr gut war. Man öffnet Augen nochmal für andere Sachen und man weiß, dass das Thema sehr komplex ist und dass man das Thema auch von verschiedenen Perspektiven auch betrachten kann. Somit, ich denke, es war einfach eine Bereicherung. Hat mir wahnsinnig gefallen, wie engagiert die Görlitzerinnen und Görlitzer waren, die hier mitgemacht haben, die bereit waren, mal wirklich sich auch einzulassen auf sehr schwierige Debatten auch zum Thema Sicherheit in Zeiten von Ukraine-Krieg, von Lieferketten, Sorgen um Wohlstand, ne, Klimakrise und was wir so alles an Bedrohungen haben, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich bin rundum zufrieden, es war eine tolle Sache und wir sind total froh, nach Görlitz gekommen zu sein. In den gemeinsamen Austausch gehen, einander zuhören und somit auch mal über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Das öffnet Perspektiven. Das hat die Görlitzerin Evelina Czerniawski schon ganz gut zusammengefasst. Und genau darum geht es auch auf dem Weg zur Erstellung der nationalen Sicherheitsstrategie. Um den Dialog. Und der darf auch kritisch sein. Denn wo Reibung ist, entsteht nicht nur Wärme, sondern oftmals auch richtig gute Ansätze. Das wurde auch im baden-württembergischen Ravensburg deutlich. Also es wird natürlich durch jetzt aktuelle Ereignisse schon ein bisschen mehr in den Vordergrund gerufen. Davor hat man sich schon ein bisschen sicherer gefühlt, vor allem wenn man gedacht hat, dass Krieg in Europa so gut wie unmöglich scheint. Bin jetzt einmal gespannt, was da alles mit dazu kommt. Ich wollte es mir einfach mal nicht entgehen lassen, sagen wir so, wenn man die Chance hat. Dass man einfach auch die Bürger hört. Ich denke schon, dass die Politik oder diese Entscheidungen einfach ein bisschen weit weg sind von der Bevölkerung, die wirklich auch Angst hat. Also man selbst wundert sich dann auch manchmal, wie wichtig einem einer der Punkte oder einer der Kriterien dann erscheint, mir persönlich, und die anderen zum Beispiel gar nicht irgendwie berührt. Und dann hört man da wiederum von den anderen andere Aspekte, die man so vielleicht gar nicht mitbedacht hat. Zunächst einmal diskutieren wir ja auf der kommunalen Ebene eigentlich fast alles mit Bürgerinnen und Bürgern im Gemeinderat, die Gewählten oder eben auch bei Bürgerbeteiligungsformaten. Und das haben wir ja wirklich sehr, sehr viele immer in Ravensburg. Ich glaube, dass deshalb gute Erfahrung da ist und ein Wille ist, damit zu diskutieren. Ja, und Sicherheit, merken wir ja gerade, ist nichts Abstraktes, sondern ganz konkret und wir brauchen sie jeden Tag. Ich denke, ich muss ein paar Vorurteile zurücknehmen, wenn es darum geht, dass man sich sehr alleine vorkommt, tatsächlich auch als Jugendlicher, wenn es darum geht, die Probleme unser aller zu bewältigen, dass es da durchaus auch viel mehr andere Leute gibt, die sich damit auch beschäftigen. Und das ist was Positives, was ich für mich mitnehme. Bei uns hat jeder die Ideen eingebracht und dann hat jeder dazu was dazu gesagt. Dann konnte man es auch besser nachvollziehen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich komme aus dem sozialen Beruf, Erzieherin gerade, und da konnte ich halt dann so ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. Und das konnten auch andere verstehen und haben dann auch selber halt auch gesehen, dass es da Probleme gibt und konnten dann halt selber von sich aus auch was erzählen, wo sie da halt auch einen Knackpunkt sehen, was da man besser machen könnte. Die Offenheit der Menschen, dass es wirklich darum geht, was aktuell eben sein Problem ist, damit ich hierher komme und auch aufgrund nach Corona und dem Homeoffice, Homestudium wieder wirkliche Meinungen im direkten Austausch diskutieren kann. Und die Teilnehmer beschreiben die persönlichen Ängste ziemlich genau und die Mentorin leitet diese dann in gesellschaftliche Probleme über. Also man merkt es schon, was
die einzelnen Teilnehmer hier bedrückt, betrifft, interessiert auf jeden Fall. Ja. Für mich war es jetzt sehr interessant, weil ich auch wieder gesehen habe, wie komplex das Thema ist und dass es im Grunde genommen nicht einfach ist, gute Lösungen hier zu finden. Ist das nicht toll, wenn Vorurteile bei Gesprächen abgebaut werden, so wie bei Erik Lauterbach in Ravensburg? Denn so lässt es sich doch viel offener über die Themen sprechen, die uns schließlich alle beschäftigen. Bei den meisten Bürgerdialogen war ich selbst vor Ort. So auch, als es wenige Tage später in den hohen Norden nach Bremen ging. Mit Themen wie Lebensmittelsicherheit, Umwelteinflüsse und neuartige Waffensysteme war das Spektrum weit gefächert. So vielfältig waren dann auch die Gespräche in den Workshops. Charlene, mit welchen Erwartungen bist du heute hierher gekommen? Ich bin mit den Erwartungen hierher gekommen, unterschiedliche Menschen aus Bremen kennenzulernen, aus unterschiedlichen Altersklassen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, auch was das eigene Sicherheitsempfinden bedeutet und wie man sich in Bremen oder in Deutschland sicher fühlen kann. Ich hoffe auf interessante Diskussionen. Was sind denn die Themen, die dir Kopfzerbrechen bereiten? Von den Themen, die hier heute behandelt werden, ist der Klimawandel, glaube ich, schon das Thema, was mir persönlich am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Vorher in der Gruppe haben Sie gesagt, dass das Thema Abrüstung ursprünglich ein ganz großes Thema für Sie war, aber Sie jetzt mittlerweile eine andere Meinung dazu haben. Welche und warum? Welche Rolle spielt jetzt das Thema Aufrüstung? Aufrüstung will ich auch nicht nur einfach als einen Punkt haben. Also Aufrüstung alleine hilft ja nicht, aber eine starke Bundeswehr zu haben im Verband mit den Partnern, mit den NATO-Partnern, scheint jetzt sehr viel wichtiger zu sein nach den Erlebnissen, die wir haben durch den Ukraine-Krieg. Welche Ziele habt ihr denn schon in der Gruppe heute zusammengetragen? Die drei Ziele, auf die wir in unserer Gruppe heute am Ende gekommen sind, waren erstens das Ziel gesellschaftlicher Zusammenhalt und Stabilität, eine gerechtere Globalisierung und internationale Kooperation und Versorgungssicherheit und stabile Infrastruktur. Also drei Themen, die wir so erarbeitet haben, sind zum einen die IT-Sicherheit, dann die Infrastruktur in Deutschland generell, dass man sich damit sicherer fühlen kann und das Miteinander der Menschen, dass man ja, sich auch gegenseitig irgendwie hilft und unterstützt. Was mir total gefallen hat letztendlich, festzustellen, dass wir in der Gruppe erkannt haben, dass wir als Gemeinsamkeit haben, stark zu sein, dass wir nicht uns alleine mit unseren Sorgen beschäftigen müssen, dass wir sie teilen und gemeinsam entsprechend handeln können. Und deswegen ist das, was wir weltweit investieren, aus meiner Sicht auch eine Investition in unsere gemeinsame Sicherheit. Mit vereinten Kräften in unsere gemeinsame Sicherheit investieren. Diesen Kernpunkt habe ich ganz persönlich aus dem Bürgerdialog in Bremen mitgenommen. Dazu gehören für viele Bürgerinnen und Bürger auch unsere europäischen Bündnispartner. Deshalb ging es im westfälischen Gronau unter anderem um die Rolle der NATO und ihre Zukunft. Was ist Ihrer Meinung nach die größte sicherheitspolitische Herausforderung für Deutschland? Ja, meiner Meinung nach ist das die Verteidigung von Deutschland. Da ist in den letzten Jahren, wie man auch in den Medien mitbekommen hat, nicht viel geleistet worden. Wir haben kaum Waffen, kaum Panzer, Flugzeuge, Ausrüstung der Bundeswehr ist ganz entscheidend. Das sieht man auch jetzt wieder im Ukraine-Konflikt. Wir möchten unterstützen und können das nicht so, wie wir uns das wünschen. Da ist Aufrüstung ein ganz, ganz klares Thema. Was halten Sie dann überhaupt von einer nationalen Sicherheitsstrategie? Also eine nationale Strategie kann es meiner Meinung nach nicht mehr geben. Also wenn wir bedenken, dass Deutschland alleine zum Beispiel eine Armee aufbauen kann und sich dann verteidigen kann, sie kann nur in einem Bündnis mit europäischen Partnern wie Frankreich, England, Italien oder auch der gesamten EU eine Strategie, eine militärische Strategie erarbeiten, um auch sich und auch die Bündnispartner gemeinsam zu schützen. Alleine ist man in Europa auch wirtschaftspolitisch, aber auch militärpolitisch nicht auf der Erfolgsspur.
Würden Sie sagen, Sie definieren dann also langfristige Sicherheit, indem man die Demokratie stärkt und vielleicht auch mehr in politische Bildung investiert? Politische Bildung, überhaupt Bildung, ist das A und O für die Demokratie, das sehe ich schon so. Und wenn wir jetzt in dieser Veranstaltung ja von Sicherheitsstrategie sprechen, nationale Sicherheitsstrategie, dann muss uns klar sein, was sind wir, ich sage jetzt mal als Deutschland, was macht uns aus und was ist eigentlich unsere Vision? Und wie kommen wir von dem, was wir sind, zu dem, was unsere Vision ist, was wir gerne wollen? Und das ist dann nicht nur eine Strategie, sondern es sind letztendlich mehrere Strategien, die dazu führen. Und da gehört mindestens neben aller militärischen und anderen Interventionen, wo man jetzt drüber nachdenkt, die Bildung als ganz wichtige Komponente dazu. Da gehört aber auch Kultur zu. Ich muss die Kultur finden, die ein gutes gemeinsames Umgehen überhaupt ermöglicht. Und welche Ziele? Ihr habt bestimmt ja so schon drei Ziele definiert, die in die nationale Sicherheitsstrategie mit einfließen sollen. Welche sind es? Größtenteils war so der Zivilschutz, dass der ausgebaut wird, dass die Kommunikation zwischen Bürgern und dem Staat halt verbessert wird. Ja, und dass die Bundeswehr halt besser gestaltet wird. Das ist ein Ziel, was wir in unserer Gruppe formuliert haben, dass wir vorbereitet sein müssen. Deutschland, die NATO muss vorbereitet sein auf den Ernstfall. Das ist das eine. Auf der anderen Seite steht natürlich auch Diplomatie und Frieden im Vordergrund. Und das dritte Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist eigentlich, die Werte innerhalb der Gemeinschaft zu vermitteln. Demokratie, Freiheit, Sicherheit. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat dazu eine ganz eigene Definition. Wie unterschiedlich und facettenreich die Begriffe von den Menschen interpretiert werden, habe ich auch beim Bürgerdialog in Karlsruhe erlebt. Und vielen Dank, dass Sie mit uns heute hier sind. Das ist ja ein Prinzip, was wir zum ersten Mal machen, nämlich 50 Personen per Zufall auszuwählen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Also mein Name ist Marit Stoll, ich wohne hier in Karlsruhe, habe mich jetzt auch total gefreut, dass ich hier eingeladen wurde. Also ich fand es sehr, sehr gut und informativ und ich fand auch es unheimlich toll, mit der Ministerin Baerbock zu sprechen. Mich haben auch die anderen Teilnehmer interessiert. Wie ist das Abbild der Gesellschaft im Moment? Was für Meinungen haben die? Was interessiert die Leute? Was brauchen Sie, um selber sich sicher zu fühlen in diesen Zeiten? Wo siehst du die größte sicherheitspolitische Herausforderung für Deutschland? Ich würde sagen, wahrscheinlich Klimakrise, weil mich das und meine Generation eher betrifft. Klimawandel ist sicher das Top-Thema und davon abhängig die soziale Gerechtigkeit. Denke ich, dass die größte Problemung eher sozial ist und wirtschaftlich. In wirtschaftlicher Hinsicht, dass wir da in Probleme kommen oder teilweise auch schon sind, das sind eher meine Sorgen. Und danke, dass wir gemeinsam über unser Europa, unseren Frieden, unsere Sicherheit gemeinsam diskutieren können. Vielen Dank. Ich muss sagen, waren auch wirklich sind auf einen gemeinsamen Nenner alle gekommen, haben viele die gleichen Themen oder Sorgen oder Wünsche und Nöte. Und ja, war eine gute Gruppe, hat Spaß gemacht. Neue Technologien und Cyberwarfare. Das klingt vielleicht abstrakt, bedeutet aber ganz einfach, dass in einer vernetzten Welt, in der jede und jeder die Möglichkeit hat, schnell an Informationen zu gelangen, die Gefahr von Falschmeldungen und Desinformation steigt. Und genau darum ging es unter anderem in den Workshops im Oberfränkischen Hof. Mit welchen Erwartungen bist du heute hierher gekommen? Dass man einen guten Austausch miteinander findet, dass man Ideen generiert. Also viele Köpfe geben ja öfters mal ein bisschen mehr Output als vielleicht nur eine oder zwei Personen. Und auch ein bisschen Information eben seitens der Regierung. Und was ist denn Ihre Meinung? Also wo sehen Sie die größte sicherheitspolitische Bedrohung für Deutschland?
Momentan ist es für mich tatsächlich diese Blackout-Geschichte. Also so diese Vorstellung, dass irgendwo irgendjemand auf einen Knopf drückt, ich weiß nicht, wer es ist, und bei uns Strom, Gas und alles auseinanderfällt und wir quasi darauf reagieren müssen. Also was passiert jetzt? Die Wirtschaft funktioniert nicht mehr, mein Kühlschrank geht nicht mehr, das Telefon geht nicht mehr. Chaos bricht aus. Cyber Warfare, war das Ihnen vorher ein Begriff und wie groß nehmen Sie da die Bedrohung wahr? War mir ein großer Begriff und ein ganz wichtiger Begriff und ist für mich eine ganz, ganz große Bedrohung, weil es eben nicht fassbar ist. Also ich kann Panzer sehen, ich kann Kanonen sehen, ich kann Raketen sehen, aber ich kann nicht sehen, was jemand an seinem Computer macht und was das für Auswirkungen auf mich hat. Sie sind Lehrerin, also mit jungen Menschen zusammen. Was muss Ihrer Meinung nach in der nationalen Sicherheitsstrategie stehen zum Thema neue Technologien? Für mich ganz wichtig, digitale Bildung und damit geht einher digitale Teilhabe auch, überhaupt allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, ein digitales Endgerät zu benutzen und dann dieses Endgerät nicht nur technisch benutzen zu können, sondern auch ethisch. Sicherheit geht uns alle an. Würden Sie sagen, das ist so der übergreifende Leitsatz bei der Erstellung der nationalen Sicherheitsstrategie? Und was bedeutet Sicherheit für Sie ganz persönlich? Sicherheit geht uns alle an, aber um bestmögliche Sicherheit zu garantieren, brauchen wir auch alle mit dabei, weil hier wird so deutlich, es geht nicht nur um die Sicherheit, dass es keinen Angriff militärischer Art und Weise geht, sondern auch unsere Demokratie ist herausgefordert. Unsere Freiheit wird im Internet zum Teil angegriffen mit Fake News. Dafür brauche ich kein Militär, dafür brauche ich auch nicht Diplomatie des Auswärtigen Amtes, sondern dafür brauche ich aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, die im Zweifel im Netz Fake News zurückhalten. Dafür brauche ich Cybersicherheitsmaßnahmen, wenn Hass und Hetze verbreitet wird. Je stärker wir als Gesellschaft zusammenstehen, desto sicherer gestalten wir auch unser Land. Je stärker wir als Gesellschaft zusammenstehen, desto sicherer gestalten wir auch unser Land. Dieser Satz von Außenministerin Annalena Baerbock ist mir aus Hof noch ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Welche Rolle spielt dabei eigentlich die Bundeswehr? An diese Frage schlossen die Workshops in München, der nächsten Stadt, an. Hier ging es um die Auslandseinsätze der Bundeswehr, aber nicht nur, sondern auch um feministische Außenpolitik. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Freut mich wirklich sehr, heute hier zu sein, dass so viele mitdiskutieren. Warum? Weil aus meiner Sicht und aus Sicht der deutschen Bundesregierung äußere Sicherheit, Sicherheitspolitik nicht ohne innere Sicherheit zu denken ist. Mit welchen Erwartungen bist du heute hierher gekommen? Ja, einfach in den Austausch zu kommen und gestalterisch mitzuwirken. Ich bin mit der Erwartung hergekommen, dass wir als Bürger wahrgenommen werden. Ich glaube, das kann man nicht an einer Gefahr festmachen, weil die Gefahren spielen alle ineinander und die Systeme greifen alle ineinander. Ja, wir stehen vor sehr vielen Herausforderungen. Was brauchen Sie, damit Sie sich sicher fühlen? Was glauben Sie, sind die entscheidenden Beiträge, damit Ihr Enkelkind auch noch in Deutschland oder in Europa oder auf dieser Welt sicher leben kann? Ich mag keine Waffengewalt. Ich mag keinen Krieg. Ich mag es nicht. In den letzten Wochen, Monaten ist es, glaube ich, zunehmend klarer geworden, dass eine pazifistische Einstellung alleine nicht ausreicht, dass das nicht mehr unbedingt nur zeitgemäß ist und dass wir in diesem Kontext neu drüber nachdenken müssen. Außerdem tatsächlich in Ich finde, dass grundsätzlich Frauen mehr integriert werden müssen und auch vor allem in der Außenpolitik. Sicherheitsfragen, die ohne Frauen beantwortet werden, werden allgemein, vor allem in der Zukunft, keine allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz meiner Meinung nach finden. Die Sicherheit geht uns alle an. Und die Zeiten, dass der Mann der Beschützer der Frau ist, die sind wohl auch lange vorbei. Sag mir doch mal drei Dinge, die für dich ganz wichtig sind in der nationalen Sicherheitsstrategie. Meiner Meinung nach kann man es eigentlich runterbrechen auf Bildung schafft Sicherheit, weil man kann es auf jedes Themengebiet übertragen, ob es Klimakrise ist oder Feminismus.
Und von daher finde ich, sollten wir mehr auf Bildung setzen, sowohl in Deutschland, in Europa, aber auch einfach global. 7 Städte quer durch Deutschland, die in den Bürgerdialogen erarbeiteten Ergebnisse und übergeordneten Ziele fließen in den Entstehungsprozess der nationalen Sicherheitsstrategie ein, um einen breiten gesellschaftlichen Konsens zu reflektieren. Und wo ließe sich der gewonnene Input besser zusammentragen als im Herzen unserer Hauptstadt Berlin? Direkt hinter mir im Auswärtigen Amt war ich ebenfalls dabei, als in den Open Situation Rooms die Ergebnisse mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Expertinnen und Experten des Auswärtigen Amtes sowie anderen den Politikbetrieb gestaltenden Menschen diskutiert wurde. Was kann die Bundesregierung konkret tun, um sich vor Angriffen von außen zu schützen? Da gibt es ja diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin nach außen stark und zeige mich als Gefahr, pass auf, wen du angreifst. Oder ich vermittle mich als Freund und zeige, wieso solltest du mich angreifen? Wir haben doch eigentlich ein gemeinsames Ziel. Schauen, möglichst viel aus dem eigenen Land zu rekrutieren, sei es jetzt Ressourcen, Materialien, sich also weniger in wirtschaftliche Abhängigkeiten zu geben. Generell würde ich der Bundesregierung empfehlen, mehr Kompetenzen zurück ins Land zu holen. Um ein verlässlicher Bündnispartner zu sein, sollte Deutschland vor allem natürlich militärisch einsatzfähig sein, aber natürlich auch ein vertrauenswürdiger Partner sein, dass die anderen Länder sich darauf verlassen können, dass Deutschland im Bündnisfall auch eintreten kann. Nina, magst du uns mal erzählen, mit welchem Thema du hier heute hergekommen bist? Was ist dein Fachbereich? Ich bin Mitbegründerin vom Center for Feminist Foreign Policy. Dementsprechend setzen wir uns für eine feministische Außenpolitik ein und die Perspektive versuche ich auch heute in die Diskussion mit einzubringen. Es ging in unserer Debatte gerade um Militäreinsätze und wie wir es schaffen, dass wir eben keine militärischen Auseinandersetzungen in unserem Umfeld mehr haben. Und ohne das jetzt feministische Außenpolitik zu nennen, habe ich natürlich die Aspekte von feministischer Außenpolitik mit reingebracht, also Rüstungskontrolle, Abrüstung, menschliche Sicherheit, Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Also es gab Zustimmung, aber auch kritische Nachfragen und auch Ablehnung. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt in allen Bürgerdialogen gemacht? Wie stehen die Leute zur Bundeswehr? Was ich wahrnehmen konnte, ist, dass die Sichtweise gegenüber der Bundeswehr sehr, sehr positiv besetzt ist. Man sich also eine gut ausgerüstete und starke Bundeswehr wünscht. Also diese Gesellschaft, dieser Staat muss a. resilienter, widerstandsfähiger werden gegen externe Schocks. Und dieser Staat und diese Gesellschaft muss wehrhafter werden, mit Blick sozusagen auf die Herausforderungen, denen er in Zukunft ausgesetzt sein wird. Der Prozess zur ersten nationalen Sicherheitsstrategie endet hiermit aber nicht. Der begonnene Weg wird selbstverständlich fortgesetzt. Im thüringischen Erfurt wurden zum Abschluss der Bürgerdialoge die Ergebnisse aus den zahlreichen Workshops präsentiert. Für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nicht nur die Gelegenheit, in den weiteren Austausch zu gehen, sondern auch um Danke zu sagen. Danke für den Einsatz der Bürgerinnen und Bürger, die sich engagiert beteiligt haben, um die Erarbeitung der ersten nationalen Sicherheitsstrategie schon zu Beginn ihrer Entstehung zu bereichern. Ohne dieses Engagement hätten die vielen Perspektiven der Menschen aus dem ganzen Land kaum so gezielt in die Arbeit zur Formulierung der Strategie einfließen können. Herzlichen Dank, dass Sie diesen Bürgerdialog über die ganzen letzten Wochen und zum Teil ja Monate mit begleitet haben. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie als finale Ergebnisse hier mir präsentieren. Und ich freue mich jedenfalls sehr drauf. Also ich glaube, ein ganz großes Thema bei uns war Resilienz und die Kommunikation an die Bevölkerung. Und das war für mich auch sehr wichtig, also dass quasi die Bevölkerung mitgenommen wird bei Entscheidungen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Meinung der Bürger da so wichtig ist für die Regierung. Das Krisenmanagement, das Krisenengagement muss gestärkt werden. Die Cyberabwehr muss auf den aktuellen Stand gebracht werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hören wir aus der ganzen Welt, dass jedes Land mit Cyberangriffen zu rechnen hat, auch wir. Ich denke, es bringt auch sehr viel, dass man eigentlich den Menschen die Möglichkeit gibt, einfach mitzusprechen. Ich fühle mich einfach jetzt auch angehört, ernst genommen und wie ich jetzt bemerkt habe, geht es den anderen Teilnehmern auch so.
man merkt ja an der Stelle, dass man tatsächlich auch in der Demokratie sehr viel mehr zu tun hat als auch wählen. Und das war auch eine der angesprochenen Pflichten, von denen man gesprochen hat. Also einfach so, damit man sich auch nicht beschweren kann, denke ich, dass es immer wichtig ist, Teil des Entscheidungsprozesses zu sein. Man wird gefragt, man tauscht sich aus und nimmt neue Erkenntnisse mit, wie komplex es ist oder was da alles zusammenhängt. Also persönlich da mitwirken zu können, fand ich einfach eine einmalige Gelegenheit. Trotz all der schwierigen Zeiten glaube ich, dass das ein Moment ist, wo wir mit der nationalen Sicherheitsstrategie und damit auch durch Ihren Beitrag daran arbeiten können, das Friedensprojekt Europa weiterzubauen, besser zu bauen, in dem Moment die Ukraine zu unterstützen und aber zugleich unsere Sicherheit damit auf stabilere Füße zu stellen. Über mehrere Wochen hinweg wurde in den Bürgerdialogen über die Zukunft unserer gemeinsamen Sicherheit diskutiert. Die Themen sind komplex und eng miteinander verbunden. Außenpolitische Sicherheit und innenpolitischer Zusammenhalt lassen sich beispielsweise in Zeiten von Cyberangriffen, Desinformation und Versorgungsängsten nicht mehr getrennt vom solidarischen Zusammenhalt innerhalb unserer Gesellschaft betrachten. Nun muss die Bundesregierung die nationale Sicherheitsstrategie entsprechend formulieren und begründen. Im In- und Ausland gibt es viele Erwartungen daran, wie Deutschland künftig seine sicherheitspolitische Verantwortung in der Welt gestalten will. Ich bin gespannt, was dabei konkret herauskommen wird. Die vielen Diskussionen der letzten Wochen werden einen Beitrag dazu leisten. Um mit dem Leitsatz zu enden, der sich durch den gesamten Entwicklungsprozess der nationalen Sicherheitsstrategie zieht: Die äußere Sicherheit ist nicht ohne die innere Sicherheit zu denken. Und je gefestigter unsere Gesellschaft zusammensteht, desto sicherer können wir auch unser Land gestalten.